Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial zu DaVinci Resolve. In der heutigen Folge schauen wir uns das Fairlight Audio Tool an. Los geht's wie immer nach dem Intro. Um das Fairlight Audio Tool zu nutzen, muss ich hier unten von meinem Edit-Ansicht auf Fairlight klicken. Dann erscheint mir hier dieses Fenster. Ich habe hier die verschiedenen Audiospuren. Hier drüben kann ich einstellen, ob ich diese Spur muten will oder sie auf Solo setzen will. Hier oben habe ich die Pegelausschläge. Hier rechts kann ich die verschiedenen Audiokanäle einstellen und hier oben habe ich den Inspektor. Also wenn ich ein Audiofile hier markiere, dann erscheint mir hier im Inspektor ein Clip-Volumen und ich kann hier einen Equalizer hinzuschalten mit den vier Hauptbändern, die ich hier bearbeiten kann. Hier kann ich das nur auf den Equalizer nur auf ein Audiofile anwenden. Zum Beispiel, wenn ich dieses hier markiert habe, dann nur auf dieses. Wenn ich das Ganze auf eine Spur anwenden will, dann klicke ich hier auf die entsprechende Audiospur, hier zum Beispiel Audio 1, klicke hier rein und dann erscheint mir hier der Equalizer für die Audiospur 1. Hier kann ich dann zum Beispiel hier das hier ein wenig nach unten ziehen. So, und dann schließe ich das Ganze wieder. Das wendet sich nun hier auf meinen gesamten Audio-Kanal 1 an. In den Dynamics kann ich hier verschiedene Sachen einstellen. Auch hier klicke ich wieder drauf. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Kompressor einzustellen. Mit dem kann ich hier den Pegel anheben oder senken. Ich habe hier die Möglichkeit, einen sogenannten Gate einzustellen. Hier kann ich über diese beiden Regler wählen, welche Töne hier unterdrückt werden und wie laut die Töne sein müssen. Also im Prinzip das, was hier durchgelassen wird, muss einen bestimmten Pegel haben. So kann ich zum Beispiel Reiseatemgeräusche oder solche Background Noises hier mit dem Gate unterdrücken. Wenn ich das gemacht habe hier, das optimiert habe, dann hören wir uns das Ganze mal an. Und um das hier noch ein wenig, ziehen wir das hier noch ein wenig breiter. Und ich will jetzt hier das Interview hier unten abmischen, dass das etwa bei minus 3 ist. Also ich habe jetzt hier der Audio 1 ist mein Interview. Ich stelle den hier mal auf Solo, dass nur noch das Interview durchkommt. Dann drücke ich hier auf Play. Und dann stelle ich das hier auf etwa minus 3 ein, so. Nun schauen wir uns noch das Audio an. Auch das schalten wir hier schnell auf Solo. Ich kann das hier oben machen oder hier an meinem Mischer. Dann fahren wir hier wieder an den Anfang. Und hier die Musik ist natürlich nun viel zu laut. Okay. Wenn ich nun hier am Schluss, wenn das Interview fertig ist, fahre ich hier ans Ende. Und hier möchte ich nun einen Fade-Out haben. Dazu gehe ich hier oben auf Timeline und klicke hier auf Razor. Dann wird mir das hier durchgeschnitten. Ich ziehe dieses Audio-File hier auf den unteren Kanal, verlängere das ein wenig und auch hier oben verlängere ich das ein wenig. Dann mache ich hier das ein wenig größer, so. Und ihr seht jetzt hier am Anfang und auch hier am Ende hat es so weiße Marker. Diese Marker ziehe ich nun hier rüber, dass wir hier das
pegeln können. Wenn ich hier nach oben ziehe, wird die Kurve etwas steiler. Das Ganze mache ich auch hier. Ich ziehe das hier bis hier rüber. So in etwa. Auch hier mache ich das Ganze ein wenig runder. Das noch mehr ziehen hier bis hierhin, so. Und wenn wir dann das Ganze abspielen, dann hören wir das. Dass das Ganze jetzt hier langsam Fade ein in Nacht und Fade out, so. Das ziehen wir hier bis ganz rüber und hier die Kurve noch ein wenig flacher, so. Wir haben jetzt hier das Interview. Und ihr hört, das wird sanft eingefadet und ich habe jetzt eine normale Lautstärke hier. Jetzt kann ich hier noch einstellen, dass dieses, dazu ziehen wir das wieder hier rüber, dass dieses Audio 3, was ich jetzt erstellt habe, auch in etwa die 3 minus 3 dB hat. So in etwa. Fahren wir hier wieder ans Ende. Und hören uns das Ganze nochmals hier die letzte Sequenz an. So, und jetzt müsste die Musik eingeblendet werden. Voilà, schon haben wir Hintergrundmusik eingefügt, hier mit unserem Audio-Panel ein paar Effekte hinzugefügt und einen Fade-Out gemacht, respektive einen Fade-In für die Hintergrundmusik. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert und auch nicht vergesst, die Glocke zu klicken. Dann werdet ihr sicher wieder informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wir sehen uns sicher wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bleibt wie immer kreativ. Bis bald. Tschüss.